Dauer, 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 Baba. Ich bekomme ein neues Spielzeug, hab euch gefreut und gelacht. Die Zeit mit Spielern und hab verbracht. Mama, Papa will nicht schlafen, hab ihr es nicht gecheckt. Sonst mach ich heute wie dir ins Bett. Weil heute dein Geburtstag ist, da haben wir gedacht. Wir singen dir ein schiefes Lied, weil dir das Freude macht. Kackt dir das Kind jetzt schon ins Gesicht? Ich weiß nicht. Guck mal das Gesicht an. Das sagt eigentlich, lass mich wieder zurück zum Baby werden. Nee, lass mich bitte wieder da rein. Nee, du guckst ganz glücklich, aber was passiert hier? Es sieht aber dir ähnlich. Ich guck so bekifft. Holy moly, also... Ich habe es dir eben sehr ähnlich gestaltet. Als ob, ey. Wenn du so zufrieden guckst, immer schon so ein bisschen. Nee, wenn ich zufrieden gucke, mache ich die Augen, gehen die Augen nach innen und der Mund geht auf. Das, ja, das ist stimmt, alles. Das stimmt. Das ist dann, wenn man hier knuddelt. Los, so. Lass uns das Kind... Also okay, Buffy ist älter geworden. Das Kleinkindalter, den ganzen Tag mit Spielsachen spielen, die Welt entdecken und die Kommunikation mit Worten lernen. Babypark! Anstatt einfach loszuheulen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um im Hinblick auf die Zukunft mit dem Fähigkeitsaufbau zu beginnen. Leistungsdruck im Babyalter. Toll! Uiuiui. Buffy ist tollpatschig. Heikel, wild, Charmeurin, albern, anhänglich, engelsgleich, neugierig, unabhängig. Okay, heikel bedeutet was? Die labert halt die ganze Zeit und spuckt rum. Achso, oh. Kleine Unruhestifter, die oft weinen, Ärger machen und Wutanfälle bekommen. Aufmerksamkeit macht sie glücklich und hilft ihnen, negative Stimmungen zu überwinden. Also das ADHS-Kind. Oh, fuck. Wieso? Im schlimmsten Fall. Naja, ich habe ziemlich viel Erdbeeren gegessen und ein bisschen Zuckerzeug. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich... Dann ist es ein erdbeerabhängiges Kind, da muss man echt aufpassen. Zu viel Obstsalat, ne? Dann ist es so ein bisschen so. Aber wäre halt sehr intelligent, weil solche agilen Kinder sind halt auch sehr schlau, ne? ADHS-Kinder? Ja, okay. Auch. Also, wenn du Energie in ja eine richtige Bahn lenkst, ist geil. Fokussieren lernen. Ach so, ist halt sowas nicht so wie, einfach. Du hast so viel Energie, geh mal den Hausflur putzen. Ja, das funktioniert bei dir auch immer gut. Geistreich und voller Energie. Die kleinen Kinder lieben es, Dinge zu erkunden und werden energiegeladen. Sie bauen etwas schneller Bewegungsfähigkeiten auf. Wenn sie eine Weile nicht draußen waren, werden sie traurig. Das ist ein wildes Kind. Nee, du kommst nicht raus. Wo ist bei uns? Wo ist denn Fett? Charmeurin. Diese kleinen Kinder lieben es, mit anderen zu kommunizieren. Sie erlernen die Kommunikationsfähigkeit schneller und haben keine Angst vor Fremden. Sie können andere Sims lieb haben. Das ist voll süß. Dann kannst du, geht das Kind zu einem hin und hat den lieb. Ach, sowas wie zu dem Postmann und dann sind beide weg? Das ist eine gute Idee. What the fuck? Komm, ich zeig dir mal ein richtiges Lama. Und dann sind die halt weg. Albern und neugierig. Diese kleinen Kinder erzählen gerne Witze und sind verspielt. Sie bauen etwas schneller Fantasiefähigkeit auf. Aha. Und dann gibt es noch anhänglich. Diese schüchternen kleinen Kinder gehen Sims außerhalb des Haushalts aus dem Weg und werden traurig, wenn sie zurückgelassen werden. Wenn sie unterrichtet werden, erhalten sie zusätzliche Fähigkeiten. Sie erholen sich schneller von schlechter Laune, wenn sie getröstet werden. Das ist ein Äffchen übrigens. Du kannst ein Äffchen haben. Engelsgleich. Endlich ein Äffchen. Ja, Mann. Okay, engelsgleich. Liebe, umgängliche Kleinkinder. Sie sind nie trotzig und bekommen keine Tobsuchtsanfälle. Sie reden auch mit Fremden. Neugierig. Neugierige Entdecker. Diese Kleinkinder bauen etwas schneller Denkfähigkeit auf. Sie sind am glücklichsten, wenn sie etwas lernen und traurig, wenn sie eine Weile nichts gelernt haben. So war ich. Unabhängig. Diese Kleinkinder lieben ihre Freiheit und mögen es nicht, von ihren Pflegepersonen befürwortet zu werden. Sie bauen zusätzliche Fähigkeiten auf, wenn sie allein gelassen werden und brauchen weniger Aufmerksamkeit als andere Kinder. Okay. Also ich wäre entweder für Äffchen oder Charmeurin. Charmeurin finde ich too much. Ich wäre eher für albern oder anhänglich. Aber anhänglich finde ich auch schon ziemlich nervig, muss ich sagen. Nee, du bist ja nicht da. Ich muss mich ja um das Kind kümmern. Ich bin ja wohl da. Und du kannst dich auch nicht um das Kind kümmern, wenn du arbeiten musst. Ja, kannst ja neben dem Livestream setzen. Ach, auf einmal. Nein, wir können uns keine Katze kaufen. Dann kann ich... Ich muss mich dann drum kümmern. Ey, Jimmy frisst schon jeden Tag jetzt echt eine Stunde manchmal. Einfach, weil er mich halt immer wieder... Mach die Tür doch zu. Hast du schon mal gesehen, wenn von deiner Haustür eine miauende Katze sitzt und dich mit großen Knopfaugen anguckt? Glaubst du, du kannst die Tür dann zulassen? Nee, aber du kannst das Rollo runter machen. Bei Tag doch nicht.
Lüfter? Das ist halt dunkel hier drin. Ja, kannst du da auf. Ja, da sitzt er dann auch. Der steht dann sogar am Fenster und miaut. Oi! Okay, gut. Zurück zum Ding. Engels gleich, glaube ich nicht. Heikel, glaube ich auch nicht. Unabhängig ich find nicht. Das ist halt voll süß, weil die können andere lieb haben. Oi. Gut, dann ziehen wir halt eine Nutte groß. Ist in Ordnung. Ich glaube, okay. Wir hätten ein charmantes Kind. Es wäre diplomatisch charmant und jedes Mal, wenn wir weg sind, würde es anderen Leuten erzählen, wie scheiße wir doch dieses sind. Dieses Kind wäre der größte Rotzladen der ganzen Welt. Es wäre ein Scheißfest par excellence. Ja, was danach halt wirklich ihr kommt, so. Das kann passieren. Ja, ist das so. Stimmt. Das Kind hasst Menschen, es möchte allein gelassen werden, ist super neugierig, hat andere Menschen so weit dahingehend lieb, wenn die Menschen nicht kacke sind, aber es dauert super lang und möchte mit uns ab dem 5. Lebensjahr nichts mehr zu tun haben. Nee, dann kommen meine Gene dazu. Bleib bis zum 26. Lebensjahr im Haushalt der Eltern. Ah. Verdient aber später so viel Geld, dass es die Miete der Mutter bezahlen kann. Wo bin ich in dieser Erzählung? Tot. Okay. Ausgesorgt gut. Oder so. Ich, genau. Entweder habe ich ausgesorgt oder ich bin tot. Du wächst einfach im Garten weiter. Okay, gut. Also wir nehmen Charmeur. Ja, wir nehmen Nuttig, richtig. Charmeur. Das wird. Du musst hier, warte kurz, du musst jetzt legst du den Grundstein für das spätere Ich. Ja. Wenn du jetzt sagst, es ist Charmeur und es hat später, es hat jetzt schon Leute lieb, dann ist die nächste Stufe Gangbang mit 12. Kind haben mit 12. Das bedeutet, sobald die 18 ist, sind wir schon Ureltern. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, aber dann Franz hat eine sehr komische Auffassung davon, was das bedeutet. Wir klären dich nochmal auf später. Alles nee. Gut. Warte! Entschuldigung. Warum bringst du das Kind weg? Du musst es da hinsetzen, damit es jetzt Party machen kann. Oh nein, du. Yay! Du willst laufen? Nein, das ist. Und hui! Das waren die ersten Schritte. Warum kriegst du da keinen. Jetzt habe ich es hingestellt. Jetzt steht es da erstmal und denkt sich, hä? Das guckt warum, auch ganz gut. Warum gibt es da kein Feedback von wegen, ey, die, heißt das jetzt okay? Naja, also sie ist okay. Also ach so, sie ich dachte, fühlt sich okay. Ich dachte, das Kind heißt jetzt okay. Wir haben es umbenannt. Das heißt jetzt okay. Okay, komm mal her, okay. Und wer bist du? Okay. Okay, ja. Mega gut. Ja. Guck mal, sie hat deine Augenbrauen. Sie hat deine Augenbrauen, deinen Blick, was sie diesen. Das passiert, wenn man mir eine Gebärmutter einpflanzt und mich schwängert. Ohne dass ich es weiß. Anscheinend. Ach, ist das schön. Diese Augenbrauen sind halt einfach mega super. Einfach. Gibt's, haben wir auch unterschiedliche Varianten, aber sie gucken immer alle so. Ja, das ist aber fürs Leben. Sie wird fürs Leben so gucken, so. Ich kann nicht so, ich kann nicht mal so gucken. Es geht. Nee, das kannst nur du, das ist ja insane. Wie guck ich denn? Wie guck ich denn? Ich sehe es nicht. Huch, also die Töpfe länger geworden. So viel mehr. Klatze. Wie guck ich denn? Wann? Naja, du hast halt einfach so diese Augenbrauen, weißt du, das ist halt einfach so. Oder? LOL, auf jeden Fall, nein, zurück. Die Frisur, die war großartig, zurück. Ja. Warum? Weil das Kind leiden muss. Jedes Kind muss leiden. Ich hatte auch diese Frisur, ich fand das nicht lustig. Doch, witzig, hoch 12, lass es. Oh, ist das gut. Nein, das ist viel zu viel Arbeit. Oh, diese. Nee, die Frisur, niemand von uns hat Locken. So. Das passt nicht zu den Augenbrauen, die sind halt ultra buschig. Die Frisur von vorhin. Nein, das ist doch süß mit dem Haarspängel. Willst du mich verarschen? Das ist voll kacke.
Also das ist wirklich kacke. Ist dann sage ich meinem Kind, das Buffy, du siehst kacke aus. Und dann ist Kaki traurig, aber hat mich lieb. Weil sie ist ja Charmeurin. Buffy, du bist kacke. Eddie, du bist okay. Warum nimmst du denn nicht die hässliche Haarfrisur? Wir können doch machen, was wir wollen. Wir sind die Eltern. Wir können bestimmen, wie unser Kind aussieht. Nein. Können wir nicht unser Kind irgendwie was Böses antun? Schleifchen, nein. Nein. Ich meine, das Kind braucht doch gar keine Augenbrauen. Also von daher können wir die eigentlich auch abrasieren. Nein. Machst du gerade irgendwie so eine Little Miss Sunshine aus der Alten? Sie ist so fuck cute. Dafür, dass du sie rausgepresst hast, ist sie echt gut gelungen. Lol, alles klar, was zum Fick. Hä? Ja, das sind Wimpern, die sind eigentlich für Erwachsene, die funktionieren bei Kindern nicht. Ja, aber die landen auf dem Lätzchen. Ja. Niemand von uns hat Sommersprossen. Doch, ich kriege, wenn ich in der Sonne bin, welche. Aber die wird ja nie rauskommen. Die verstecken wir ja immer in deinem Keller. Ich glaube schon, dass die ab und zu raus... Oh, die sieht hier... Meine Fresse, die hat einfach dein Gesicht geerbt. Warum? Warum, Manno? Da, wieso schminkst denn du die jetzt? Das ist nur ein bisschen, damit sie ein bisschen kindlicher aussieht. Nee, die sieht aus wie so eine kleine Erwachsene. Das extra Zeug für Kinder, damit das ein bisschen rosiger aussieht. Aber... Mach ihr doch einfach eine Kackfrisur. Dann sieht sie nicht so erwachsen aus. Dann sieht sie so aus, als hätte sie da sieht sie betrunken aus. Die rote Nase, die roten Wangen, Leberzirrhose. Direkt einfach so, ach cool, ihr habt ein Alkoholikerkind gekriegt. Das ist ja schön. Aber wenigstens hat es euch lieb. Okay. Warum sollte man einem Kind das dran ziehen? Damit kann ich mich noch anfreunden. Aber das war's dann auch. Kann ich bitte wenigstens noch mal die Frisur sehen? Die ist großartig. Drehen wir mal. Die ja noch schlimmer. Oh mein. Ja, okay, die ist noch hinten. Aber trotzdem, nein. Gut, okay, das war's schon wieder zu. Kannst du wieder rückgängig machen. Mama, Papa, warum habt ihr mich nicht lieb? Boah, blond? Ach so. Ja, das ist okay. So, jetzt steht sie da erstmal. Ja. Pulli! Brum, brum, brum. Brum, brui, brum. Boah, Mr. Avocado ist ja voll geil. Was haben wir hier sonst noch? Hätten wir nicht. Ja, Avocado war ja sowieso, es gibt ja diesen Avocado-Bären. Da! Der ist ja voll geil. Hey, ich bin Mr. Avocado. Häschen. Ui. Brumm, brumm. Häuschen. Eichbär. Pony. Tschut, tschut. Ja. Ja. Okay. Ist hier so Jogginghose, Baggyhose, Pumphose, Jeans. Ich finde Jeans dazu. Ich meine, er muss sich ja rumtoben können, ja? Nee, Kinder in dem Alter in Jeans? Also ich habe gerne lange Hosen getragen, weil ich mich da nicht aufgeschürft habe. Nee, aber gib mir doch die Jogginghose da links. Ja. Ja. Ja, coole rote Jogginghose, na klar. Oh, das glitscht durch die Klamotten. Oh. Dann nehmen wir das. Ja, müssen wir das. Das ist komisch, das geht nicht. Jetzt nehmen wir noch die Pampers durch, das muss dann nicht unbedingt sein. Pampers! Babypark! Oh, ich habe neulich ein GIF gesehen. Da lag der Vater auf dem Sofa und hat sich gefilmt. Und das Baby hat sich quasi stand auf dem Vater, hat sich am Sofa festgehalten und hat die ganze Zeit mit dem Arsch auf dem Vater quasi ich weiß nicht, sich dauernd gebückt und die ganze Zeit einfach, pop, pop, einfach pop, mit dem Po geschlagen. Pop. Die ganze Zeit. So, und der Vater hat in die Kamera geguckt, so, really? Echt jetzt? Das passiert das wirklich? So. Deswegen sind Kinder einfach richtige Arschlöcher. Ja, weil das halt Spaß macht in dem Moment. Da denkst du einfach, ich mach das einfach. Die Ausgeklamotten, auch das ist ja süß. Hier, guck mal, das ist perfekt. Das ist die Ausgeklamotten. Das sind sehr gut. Perfekte Ausgeklamotten.
Schlafklamotten. Der vorgefertigte Look. Der Frosch sah cooler. War das überhaupt ein Frosch? Das ist ein Alien. Pink ist so lila oder grün oder das ist ein Gecko, ne? Das ist voll gut. Gecko zum Schlafen finde ich gut. Partyklamotten. Die sind ja auch schon ganz süß. Unser Kind geht nicht zu einer Party. Dann sowas halt. Es passt nicht farblich. Warum passt das nicht farblich? Was Buffy kann nie zu Partys gehen. Immer wenn Buffy zu Partys gegangen ist, musste sie dann die Welt retten. Kätzchen! Ui. Kätzchen. Und dann schwarze Lachs. Oh, die Häschenschuhe. Das ist ein Overkill. Ja, das ist ein bisschen too much. Aber es gibt Kinder, die wollen, also wenn das unser Kind ist, dann will die das. Dann können wir da auch nicht nein sagen. Dann möchte die das bitte haben. Ja, genau so. Die Geräusche dazu, da passen sie die Streifen und dann ist das alles GG. Ja. Ja. Sehr gut. Sie sieht noch nicht aus, als wäre sie ein Vampir. Also ich. Ist sie auch nicht. Vielleicht, sie hat ein Spiegelbild. Ja, vielleicht haben wir Glück und es ist dann halt, ne? Tschut, tschut. Tut, tut.